Hi ihr Lieben, ich hoffe euch geht's soweit gut. Mir, ja, ich werde krank, habe ich ja schon mal gesagt. Meine Nase läuft, ich brauche Taschentücher ständig und das geht mir megamäßig auf den Sack. Ja, wir haben es jetzt etwa 13:30 und in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, naja, eine halbe Stunde eher muss ich los. Ich fange mich heute in die Stadt. Treffe mich dort mit meinem Schatzi und mit einer guten Freundin. Diese Freundin sitzt im Rollstuhl, ist aber eine total Liebe. Und ja, wir wollen ein bisschen shoppen gehen. Luca braucht T-Shirts und ich will nochmal bei ED gucken und dann wollte ich zu DM rein. Und dieses Haarstück hier hält nicht. Und ja, mal gucken, was noch mir so über den Weg läuft. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich habe nicht groß was geplant jetzt oder so irgendwie. Heute drehen mir die Augen. Das ist mit Schminke in den Augen echt unpraktisch. Aber wenn ich erkältet bin, drehen mir immer die Augen. Ja, die halbe Stunde, denke ich mal, werde ich jetzt noch ein paar Mangas lesen. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, mit welchem Manga ich anfangen möchte. Ich glaube, ich nehme das, was als erstes drauf liegt. Das wäre nämlich Dossier, Attack on Titan 23. Und wenn ich es denn schaffe, dann würde danach My Honey Boy kommen. Obwohl ich gerade das Gefühl habe, dass irgendwo noch der zweite Teil rumschwirrt. Tut er auch. Also Teil 3 habe ich zwar hier auf dieser einen Dings liegen, aber Teil 2 liegt in meinem großen Stapel. Es wäre ein bisschen unpraktisch, wenn ich Teil 3 zuerst lesen würde, glaube ich. Ja, genau. Mal gucken. Ich werde euch mitnehmen in die Stadt. Allerdings werde ich zum größten Teil nichts sagen. Ich werde filmen, aber meistens nichts sagen. Es kann sein, dass ich nachher beim Zusammenschneiden ein bisschen was dazu schreibe, dass ihr wisst, was das gerade ist, was ich euch da zeige oder so. Es kann auch mal sein, dass ich was sage, aber wahrscheinlich weniger, weil ihr kennt das ja in der Stadt. Peinlich, ne? Von daher, ja. Seid gespannt, was ihr zu sehen bekommt. Hihi. Ja, er hat einige davon. Aber ich finde die jetzt nicht so toll, aber naja, muss er ja wissen, ne? Es muss ihm ja gefallen, nicht mir. Die Hosen sind aber immer zu lang, wenn man die kauft. Außerdem wollte ich noch die Gandalf nachher. Da bist du. Zu Gandalf. Was gucken. Ich hab's geschafft, heute ein Manga zu lesen. Finde ich nicht toll? Du wolltest nach vorne gucken, Schatzi, ne? Also ich nehme dich jetzt so jetzt nicht mit auf, außer du. So, man kann ja schließlich nicht an einen Wollladen vorbeigehen, ohne Wolle zu besorgen. Und da mein Schatzi immer noch ein Tuch haben will, tja, wird das damit gemacht. Und mit der roten Wolle werde ich für mein Kindle eine Täschchen machen.
ich meine. Ach so. Nein, habe ich nicht. Nein, alles gut. Nein, nein, alles gut. Ich höre mir das auch immer vorher noch mit an, also wenn irgendwas da nicht richtig drin ist. So, wir sind jetzt beim Eisessen, beziehungsweise Kuchenessen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich Leute nicht mehr drauf kriege. Oh, ich krieg meinen Kuchen mit für Sie. Vielen Dank. Sieht auch gut aus. Ja, meins. Danke. Das ist mein Kuchen, da ich mir gestern ein Stück Blombe rausgebrochen habe. Gibt es heute nicht mit Nüssen wie bei meinem Schatzi. Da, der gleiche, nur mit Nüsse. Gibt es heute mit Baiser. Und das sieht doch sowas von lecker aus, Leute, ganz ehrlich, oder? Yum, 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 yum. ja. Ich bin jetzt aus der Stadt wieder zurück und hatte eigentlich gerne ein kleines Video bei uns an Gandalf machen wollen, um euch mal zu zeigen, wie unser Anime-Laden so aussieht. Allerdings, ja, wenn ich da ein Video hätte machen wollen, dann hätte ich den Chef sprechen müssen. Und ernsthaft, deswegen jetzt den Chef sprechen, möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Also, hat sich das erledigt. Vielleicht mache ich das nochmal, wenn euch das wirklich interessiert. Dann wäre ich wohl bereit, mit dem Chef mal zu reden von Gandalf. Und denn, ich erwürge mich hier gerade, Leute. Ich habe mir hier zwei Ketten, egal. Denn könntet ihr denn halt mal sehen, wie unser Manga-Laden aussieht. So, ich habe aber eigentlich gedacht, ich zeige euch mal ein bisschen gedreht, mein Einkauf, zumindest ein Teil davon. Ich zeige euch nicht alles, weil dann das würde ewig dauern, weil wir haben ja noch so eingekauft und so. Ich zeige euch einfach, was wir bei Idee gekauft haben und bei DM. Ihr habt ja wahrscheinlich schon seit neuestem gemerkt, dass ich mich ab und zu ein bisschen schminke und ich möchte gerne gucken, dass ich da auch ein bisschen weitergehe, gerade weil ich momentan wieder so extrem unreine Haut habe. Ich warte ja immer noch auf das Paket von Yves Rocher. Allerdings muss ich da wahrscheinlich mal anrufen. Das dauert nämlich gerade sehr lange. Von daher, ja, von Idee ist das gar nicht so viel geworden. Aber trotzdem ist das sehr teuer. Einfach aus dem Grund, ne, Moment, ich muss mal kurz das Teil suchen, weil die Wolle da sehr teuer ist. Aber trotzdem. Also erstmal eine Häkelnadel. Weil ich möchte für mein Kindle gerne wieder häkeln. Also ich möchte dafür ein Täschchen häkeln. Dafür habe ich mir denn diese Wolle hier ausgesucht. Ich weiß noch nicht, in welcher Form ich das mache. Wahrscheinlich werde ich das als normal machen, also mit normalen Maschen. Ja, also dafür habe ich mir diese Wolle hier ausgesucht. Und ich finde die total süß. Die Farbe hat halt was Süßes irgendwie. Denn hat mein Mann sich was ausgesucht. Ich wollte ihm ja ein Tuch machen. Und die Wolle, die ich jetzt gerade habe, die ist in dem Muster, was ich mache. Ich mache ein Lochmuster. Nicht so schön am Hals, finde ich. Also hat er sich ein bisschen weichere Wolle ausgesucht. Er wollte gerne grün haben. Davon haben wir 5 Stück mitgenommen. Und ja. Davon wird er dann ein Tuch kriegen. Wenn es fertig ist, könnte ich euch das ja vielleicht mal zeigen. Genau. Denn, wie gesagt, waren wir bei DM. Ich kann euch mal kurz zeigen. Das haben wir jetzt halt nur für unsere Nasis geholt. So Knabberstangen. Könnte ich vielleicht gleich mal eine reinmachen. Würden die sich sicherlich freuen. Dann haben wir hier noch so eine Knabberstange. Und wir haben für sie noch Pasta geholt. So. Denn, kommen wir mal zu der Schminke. Habe ich mir so ein Make-up-Ei geholt. Einfach aus dem Grund, weil ich mir auch Make-up geholt habe. Ich kenne mich da noch nicht so wirklich aus, deswegen habe ich jetzt erstmal ein recht helles genommen. Das ist von Manhattan. Das ist die Farbe Nude Finish, glaube ich. Classic Emvory heißt das. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie es auf der Haut aussieht. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, Leute. Deswegen... Auf der Haut, kann man das erkennen? Nee, so, da. Auf der Haut sieht das so aus. Und dafür habe ich mir dann jetzt halt, ich muss ein Tuch haben. Dafür habe ich mir dann halt dieses Make-up-Ei gekauft.
Und damit werde ich dann mal lernen, wie das funktioniert. Ich schmink mich halt nicht so oft, das habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt. Und wenn dann eigentlich immer nur die Augen. Und gerade jetzt möchte ich halt gucken, dass ich ein bisschen auch mein Gesicht mitmache. Mal gucken, wie mir das steht. Ich weiß es halt noch nicht, aber ich werde halt damit üben und dann muss man halt mal schauen. So, dann haben wir hier noch einen Pinsel für Lidschatten. Also ich habe jetzt nicht so extrem viel, das war teuer genug. Und ich habe bei Twitter eine gesehen, die hatte sich von Essie einen Nagellack geholt. Der war super schön, das ist noch metallischer. Den habe ich mir jetzt auch geholt. Die Farbe ist einfach toll. Also wenn meine Farbe, die ich jetzt gerade drauf habe, nicht mehr so schön aussieht, dann weiß ich schon, welche Farbe ich als nächstes nehme. Nämlich diese hier. So, dann habe ich mir einen Lippenstift geholt. Das ist auch was ganz Neues für mich. Aber es ist matt. Ich hoffe, ihr könnt die Farbe sehen. Weiß ich nicht. So, versuche ich mal so. Ich kann das auch mal auf die Hand machen. So. Da. Also das ist halt ein sehr kräftiger, aber die anderen, die ich da gesehen habe, waren eben noch kräftiger. Von daher habe ich gedacht, nämlich nicht ganz so einen kräftigen, sondern so ein bisschen nur. Aber die Farbe gefällt mir und ich finde sie wirklich schön. Von daher, jo. Dann habe ich mir zwei Paletten geholt. Ich halte ja sonst eigentlich überhaupt nichts von Paletten, aber ich musste jetzt mal. Ich kam nicht dran vorbei. Ich habe mir von Essence eine geholt. Die heißt Too Glam to Give a Damn. Okay, ich fand die Farben sehr schön, vor allem das Grün. Ich zeige euch das mal. Könnt ihr das erkennen? So. Und mal gucken, wann ich die Farbe benutze. Ich freue mich auch schon total darauf, wenn die Sachen von Yves Rocher kommen. Dann habe ich mir von Essence noch eine Palette geholt, die heißt Go for the Glow. Die hatte zwar nur drei Farben, aber ist halt auch super schön, finde ich. Vor allem das Grün finde ich total hübsch. Ich muss mal gucken, wie das denn aussieht. Vielleicht teste ich das einfach morgen mal aus. Und ja, man denkt immer, dass es halt so viel ist, aber das war es im Grunde eigentlich schon. Also mehr habe ich gar nicht geholt, weil, wie gesagt, ich ja halt auf Yves Rocher noch warte. Und da habe ich mir halt auch ein bisschen was bestellt. Und deswegen wollte ich halt jetzt nicht so viel mitnehmen. Es war auch so schon teuer genug. Ein Wunder, dass mich mein Mann nicht kloppen tut. Nein, das würde er auch niemals tun, davon mal abgesehen. Aber trotzdem, ne, es ist natürlich nicht schön, wenn man halt dann so viel holt, was halt eben doch sehr viel Geld kostet. Ja, genau. Dann habe ich ja auch bei Jum was bestellt. Das kann ich euch dann auch zeigen, wenn die Sachen ankommen. Allerdings werden die wahrscheinlich verschieden ankommen. Also nicht alle zusammen, sondern eher nach und nach. Und bei Wish. Das aber auch das wird wahrscheinlich nach und nach kommen. Und deswegen, ja. Mein Sohn ist heute auch bei uns. Ihr könnt mal gucken. Er hat nämlich heute sein Slytherin-T-Shirt an. Da. So. Jetzt sieht man mich nicht mehr, weil er so klein ist. Eigentlich ist er schon recht groß. Er wächst mir teilweise schon über den Kopf. Sieht man ja, bis zur Schulter, ne? Mein kleiner Spatz. So, wollen wir mal ihn richtig draufkriegen. So. Aber wie gesagt, an Sachen war das alles. Und wenn das von Yves Rocher kommt, beziehungsweise von den anderen, dann werde ich das wahrscheinlich euch auch nochmal zeigen. Ich kann euch auch gerne zeigen, wie dann der Schal aussieht, beziehungsweise das Tuch. Und mal sehen, würde ich sagen. Morgen wahrscheinlich werde ich meine Haare machen, heute nicht mehr. Außerdem will mein Söhnchen hier auch unbedingt blonde Haare haben. Was denn? Ich wollte sagen. Kannst du gleich sagen. Okay. Will auch unbedingt blonde Haare haben. Wir haben gesagt, eine Tönung, okay, kann man machen. Er möchte gerne hellere Haare haben. Das ist okay, das machen wir mal. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ewig drinne bleibt. Wir nehmen halt eins, was. Es gibt ja welche mittlerweile, die nach 4, 5 Haarwäschen rausgehen. Das nehmen wir dann und dann ist das in Ordnung. Damit kann man leben. Und ja, wie ihr gerade gehört habt, er möchte auch was sagen. Soll er das gerne tun, ne? Ich gehe morgen mit Bürger schwimmen. Da freue ich mich schon. Und ich habe auch schon Bronze und habe am letzten Freitag Drachenboot-Rennen gehabt und bin Dritter geworden. War richtig cool, aber auch anstrengend. Das wissen Sie schon. Weiß ich. Ja, aber warum erzählst du es denn nochmal? Vielleicht haben viele es nicht geguckt.
Das wissen Sie schon. Vielleicht. Es wissen Sie schon. Junge, das ich bin kein Junge. Mädchen. Frau. 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 Wenn überhaupt Frau. Dann haben das viele nicht gucken das hier. Vielleicht. Und wissen Sie, dass ich dunkler geworden bin. Dramatante. Was? Dass du dunkler geworden bist? Nein, dass ich Dritter geworden bin. Ja, er ist Dritter geworden. Aber das wissen ja einige. Zumindest die, die meine Videos regelmäßig gucken, wissen ja, dass er den dritten Platz mit seiner Mannschaft gemacht hat. Und ich glaube, wir müssen irgendwann mal ein Quatschvideo zusammen machen. Ich glaube, dann könnt ihr euch ein bisschen schusselig lachen, wenn wir beide hier ein Quatschvideo machen. Au! Bäh. Bäh. Bis später, Leute. Da habe ich doch jetzt gerade bei Eve Rocher angerufen. Einfach aus dem Grund, weil das Paket noch nicht da ist. Wir haben, ich glaube, am Montag bestellt und eigentlich müsste das Paket ja schon längst da sein. Laut deren Aussage sogar am Mittwoch, glaube ich, mir juckt gerade die Nase, habe ich da heute angerufen und da kam kein Paket sehen. Leute, die haben das Geld abgebucht. Die haben das Geld abgebucht, aber er kann keine Bestellung sehen. Das heißt, ich kann da erst am Montag wieder anrufen und muss hoffen, dass ich denn da erfahre, was jetzt eigentlich Sache ist. Ja, ich bin gespannt, wenn das denn... Ey, das war mein Sohn. Was soll das denn? Also wenn das so ist, dass ich jetzt mein Paket nicht bekomme, weil die da einen Fehler gemacht haben, dann will ich natürlich mein Geld zurückhaben. Dann werde ich aber definitiv wahrscheinlich bei Rossmann mal gucken. Außerdem will ich mal sehen, ich hasse meine Augenbrauen, Leute. Ich möchte gerne dünnere haben, aber zupfen tut mir zu sehr weh. Deswegen will ich gucken, ob es da was anderes gibt. Mal gucken, was es da noch geben könnte. Ja, muss ich mal schauen. Ich will jetzt auch nicht so übertreiben. Ich will jetzt nicht nachher aussehen wie eine, die in den Tuschkasten gefallen ist. Das wäre für mich etwas ganz Schlimmes. Das ist das, was ich auf keinen Fall möchte. Ich werde morgen mit meinem Sohn nochmal zu Rossmann gehen und mal schauen. Es ist natürlich total doof, dass ich jetzt niemanden bei Yves Rocher da erreiche. Das heißt, also eben morgen nochmal zu Rossmann und dann mal schauen. Das Problem ist halt, dass ich nicht weiß, ob ich das Paket jetzt bekomme oder nicht. Und meine ganze Schminke jetzt hier durch die Gegend liegt. Und mein Mann findet das natürlich nicht so toll. Ich finde es genauso wenig toll. Und eigentlich sollte beim Yves Rocher-Paket ja so ein gratis Geschenk drin sein, so eine Kulturtasche. Da hätte ich meine Schminke dann halt reingetan. Jetzt müsste ich überlegen, ob ich mir morgen eine hole, eine große, damit ich meine ganze Schminke unterbringen kann. Dann habe ich es verdoppelt, was natürlich irgendwo scheiße ist. Entschuldigung für das Wort, aber ja, muss man gucken, wie ich das dann am besten mache. Genau. Wir haben es jetzt 9:30, glaube ich. Und wir werden, denke ich mal, bald ins Bett gehen. Wir sind heute... 21:24. Was? 21:24. 21:24. Wir werden wohl, keine Ahnung, irgendwann ins Bett gehen. Also, aber nicht so spät heute, weil wir einfach ziemlich kaputt sind. Ich will morgen vielleicht meine Haare endlich machen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Und... dann werde ich euch auch den definitiv mitnehmen. Vielleicht nehme ich euch auch mit, wenn ich mit meinem Sohn dann unterwegs bin. Und sag hier an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Tschüss.